Hallo, hier spricht dein Klaus Dingelein. Ich freue mich riesig, dass du heute bei meiner Folge wieder dabei bist. Das Thema, das ich heute mit dir hier teilen möchte, ist ein Thema, das uns alle betrifft. Jeden Tag. Fördere deine Talente und entwickle deine Stärken. Das ist das Thema, über das wir heute reden. Talente und Stärken. Was sind deine Talente und was sind deine Stärken? Die Menschen sprechen immer wieder über Talent. Du weißt, im Sport wird über Talent geredet. In der Schule wird über Talent geredet. In der Kunst wird viel über Talent geredet. Was ist Talent? Talent ist die Gabe, etwas Besonderes machen zu können. Das ist ein sehr oberflächlicher Begriff. Wenn wir den Begriff Talent etwas weiter, enger zusammenfassen, können wir uns möglicherweise auf einen Satz einigen. Talent ist die Fähigkeit, Bewegungsmuster, Verhaltensmuster, Ideen und Muster des Denkens immer wieder auf eine hervorragende Art und Weise fast in Perfektion abrufen zu können, und zwar nachhaltig. Das heißt, ein talentierter Mensch kann die Dinge, die er gut kann, die er gut beherrscht, immer wieder zu jedem Zeitpunkt seines Lebens relativ konstant abrufen und ist damit produktiv. Wenn wir das Wort Talent also auf diesen Satz konkretisieren, bedeutet das ganz einfach, dass du die Dinge, die du gut kannst, zu jeder Zeit nachhaltig abrufen kannst. Okay. Schau dir Sportler an. Wo ist der Unterschied zwischen einem Sportler und dir? Wo ist der Unterschied zwischen Boris Becker und dir? Zwischen Roger Federer und dir? Zwischen Tiger Woods, dem großen Golfer? Wo ist der Unterschied von Bill Gates zu dir? Bill Gates, der Gründer von Microsoft, oder dem verstorbenen Steve Jobs, der Apple gegründet hat? Wo sind die Unterschiede zu diesen super erfolgreichen Menschen und zu dir? Jetzt wird eine Stimme in dir sagen, oh, es gibt ganz viele Unterschiede. Ich bin arm, die sind reich. Okay, reduziere deine Denkweise jetzt weniger auf den Faktor Geld. Reduziere deine Denkweise jetzt einmal auf den Faktor Talent. Und jetzt frage ich dich, hast du im Leben jemals darüber nachgedacht, deine Talente zu wecken? Deine Talente für dich rauszufinden, deine Talente abzurufen und deine Talente in die Welt zu tragen. In der Schule lernst du Mathematik, den Satz des Pythagoras. Im Physikunterricht lernst du das Ohmsche Gesetz. In Deutsch lernst du Kommasetzung, Rechtschreibung. Und in Geschichte lernst du die Punischen Kriege und die Geschichte Napoleons. Was du in der Schule aber nicht lernst, ist, wo sind deine Talente versteckt? Niemand bringt dir bei, nach deinen Talenten zu suchen. Niemand bringt dir bei, in der Schule, in unserem Schulsystem, nach deinen Talenten zu graben, sie nach außen zu bringen und aus diesen Talenten Stärken erwachsen zu lassen. Denn ein Mensch, der Talente hat und aufbaut und die in Stärken umwandelt, ist genau der, der später in seinem Leben große Erfolge hat und glücklich ist. Und das ist der Unterschied zwischen Roger Federer, Tiger Woods und dir. Möglicherweise sind deine Talente, die du in dir trägst, niemals richtig nach außen gekommen. Du lernst als Kind in der Schule, das haben wir gerade besprochen, Dinge, die du später im Leben nicht mehr brauchen kannst. Ein Mensch, ein junger Mensch hat vom Anfang an bis zum Ende des Abiturs rund 100.000 Schulstunden auf dem Buckel. Das ist eine ganze Menge. Von diesen 100.000 Schulstunden gehen in den ersten 2 Jahren fast 70% Wissen verloren und nach 4 Jahren sind fast 90% Wissen einfach verschwunden. Das heißt, einen großen Teil deines Lebens hast du in Dinge investiert, die du im Leben, Punkt 1, nie mehr gebrauchen kannst. Und Punkt 2, die du im Leben, wenn du sie noch im Kopf hast, nicht einsetzen kannst. Nach dem wahren Kern deines Ichs wurde nie geforscht. Deine Eltern haben dich in der Erziehung immer nur darauf aufmerksam gemacht, wo deine Schwächen sind, was du verkehrt machst, was du falsch machst, was du verbessern musst.
Ein Kind kommt nach Hause. Es hat im Zeugnis in Englisch eine 1, in Mathematik eine 2, in Sozialkunde eine 3 und in Deutsch eine 5. Was glaubst du, über was sich die Eltern am meisten mit dem Kind unterhalten? Wie ist die Zeitgewichtung? Du hast recht. Fast 80% der Zeit gehen drauf über die 5 in Deutsch. Die 2 in Mathe, die gute Note in Sozialkunde, die 1 in Englisch, die fällt fast unter den Tisch. Menschen reden meistens nur über ihre Schwächen. Unsere Gesellschaft ist schwächenorientiert. Unsere Gesellschaft ist dahin orientiert, dass immer nur darüber geredet wird, wo sind die Schwächen, wo machst du was falsch, was läuft schief, was musst du verbessern. Das ist ein Riesenthema unserer heutigen Gesellschaft und das nicht nur in Deutschland. Das gleiche gilt für Amerika, das gleiche gilt für den asiatischen Raum, das gleiche gilt für Südamerika und das gleiche gilt auch für den afrikanischen Raum. Laut neuesten Studien. Das bedeutet, in unserer schwächenorientierten Zeit, wo alle nur auf Schwächen fokussiert sind, wo alle nur darauf fokussiert sind, Schwächen auszumerzen, Menschen zu diskreditieren, Menschen herunterzumachen, Menschen darauf aufmerksam zu machen, wo ihre Schwachpunkte sind und dann sich auf diese Schwachpunkte zu stürzen, diese auszuschlachten. In dieser gesellschaftsschwächenorientierten Zeit stehst du. Hat dich jemals in deinem Leben wirklich jemand gefragt, wo deine Stärken sind? Als Kind bist du darauf aufmerksam geworden von Papa und Mama. Die haben dich darauf aufmerksam gemacht. Die haben gesagt, hey, das läuft schief, das läuft falsch. Hier benimmst du dich nicht gut. Das kannst du verbessern. Das kannst du anders machen. Vergleich dich mal mit anderen. Und du hast gelernt, dich mit anderen zu vergleichen. Du hast immer wieder von anderen gelernt, gerade von deinen Eltern meistens, dich mit anderen zu vergleichen, weil du bist mit anderen verglichen worden. In der Schule wurdest du auch verglichen, und zwar durch das Notensystem. Du hattest eine 5, warst du unten durch. Hattest du 1, warst du der Klassenprimus, warst du der Held. Jemand, der 4 und 5 geschrieben hat, war ein Versager. Und so bist du dein Leben lang durch Vergleiche durchgegangen. Und wenn irgendwas schiefgegangen ist, dann wurde immer wieder in dieser Wunde rumgestochert. Es wurde wie ein Messer in diese Wunde reingebohrt. Das Messer wurde gedreht. Mach deine Stärken weg. Eliminiere sie. Und so hast du gelernt als Mensch, deine Schwächen, die du hast, auszumerzen, zu verbessern. Für deine Stärken hast du dir in deinem Leben relativ wenig Zeit genommen, weil darauf lag nie der Fokus. Die Wahrheit ist jedoch die, deine Schwächen oder die Schwächen eines Menschen generell begründen sich auf der erzieherischen Ebene, die Schwächen begründen sich auf der Ebene, wie dein Gehirn geschaltet ist. Und zum Schluss hast du auf der einen Seite Talente, auf der anderen Seite Stärken und auf der anderen Seite wiederum Schwächen. Da du nur schwächenorientiert erzogen wurdest, da du schwächenorientiert aufwachst und in einem schwächenorientierten System lebst, kommst du oft gar nicht auf die Idee, dich auf deine Stärken zu konzentrieren, auf deine Talente. Viele Unternehmen geben jedes Jahr weltweit Milliarden Dollar und Euros aus, wirklich Milliarden, um ihre Mitarbeiter weiterzubilden. Die Unternehmen schauen darauf, wo ist der Mitarbeiter schwach, wo kann man ihn verbessern, und dann wird er in einen Rhetorikkursus geschickt oder in einen Kursus für Einfühlungsvermögen. Möglicherweise ist das deine Schwäche. Das Problem ist nur, wenn diese Leute von diesen Kursen zurückkommen, haben sie natürlich eine kleine Verbesserung. Jeder Mensch kann sich verbessern in allem, was er tut. Nur diese Verbesserungen werden keine großen Sprünge sein. Damit machst du keine Sprünge. Das sind immer nur Kleinigkeiten, die dir im Endeffekt nicht viel bringen. Ein Mensch, der wenig Einfühlungsvermögen hat, wird auch zukünftig wenig Einfühlungsvermögen haben, denn es gehört nicht zu seinen geborenen und von innen gewachsenen Talenten. Und dieser Ausgleich der Schwächen, für den so viel Geld, Zeit, Kraft und Energie aufgewendet wird, bringt die zum Schluss nur ins Mittelmaß. Bist du nämlich dabei, deine Schwächen dauernd auszumerzen, dauernd über deine Schwächen nachzudenken, kannst du natürlich an der Schraube drehen, Dinge verbessern. Nur zum Schluss bewegst du dich im Durchschnitt. Ganz nach oben schießt du nie.
Denn mit den Schwächen, die du hast, selbst wenn du sie ein bisschen verbessert, schaffst du es niemals, richtig durchzubrechen und mit Erfolg durch die Decke zu gehen. Wende dich also deinen Talenten zu. Die Frage ist jetzt, wie findest du deine Talente? Was sind deine Talente? In jedem Menschen sind 4 bis 6 Talente verborgen. Und das ist eine extrem coole Nachricht. Das bedeutet, in jedem Menschen steckt ein Tennis-Champion, ein Fußballstar, ein fantastischer Schreiner, ein fantastischer Handwerker, ein toller Ingenieur, ein Architekt, ein Künstler, ein Maler, ein Sänger, alles was mit Kunst zu tun hat. In jedem Menschen steckt irgendetwas ganz Fantastisches. Vielleicht steckt in dir ein Bundespräsident oder ein Bundeskanzler, ein Staatslenker. Vielleicht steckt in dir der Führer eines Weltkonzerns. Nur du weißt es nicht, weil du niemals nach deinen Talenten geforscht hast. Weder deine Eltern, noch die Schule, noch die Uni und auch die Ausbildungsstelle, auf der du warst, hat nach deinen Talenten und nach deinen Stärken geforscht. Immer nur nach deinen Schwächen. Die Frage ist jetzt, wenn jeder Mensch zwischen 4 und 6 Talente hat, wenn jeder Mensch diese Schöpferkraft und diese Gabe hat, Dinge zu produzieren, Tolles zu leisten, wie kommt er auf seine Talente, indem er danach sucht? Fang an rauszufinden, wo du gut bist. Fang an wirklich rauszufinden, was du gut kannst. Auf meinem Seminar Glaube an dich und mach dein Ding ist es ein Teil der Stunden, die wir dafür verwenden, deine wirklichen Talente aufzudecken, deine Stärken herauszuarbeiten. Und alle Leute, die das Seminar Glaube an dich und mach dein Ding besucht haben, sind danach klar orientiert, weil sie wissen, wo liegen ihre Talente, wo liegen ihre Stärken, wo können sie richtig durchbrechen. Es würde jetzt den Rahmen von dieser Sendung sprengen, wenn ich dir genau erklären würde, was in unserem Seminar läuft. Eine Sache gebe ich dir aber heute an die Hand und über die darfst du bitte nachdenken. Du kannst deine Talente aus dir rausgraben, indem du dein Zeitmanagement beobachtest. Was macht die Zeit mit dir? Dein Job. Wenn du deinen Job so machst jeden Tag, dass dir die Zeit, während du arbeitest, durch die Finger läuft, und dass du von 7 bis 5 vielleicht irgendwo arbeitest und sagst, hey, ich würde so gerne noch 3-4 Stunden arbeiten. Es ist schon 5 Uhr. Mein Gott, es ist Feierabend. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn du mit dieser Zeit, mit dieser Art Zeitmanagement vorgehst auf deine Talentsuche und du spürst, dass das, was du machst, dir wirklich durch die Finger fließt, dass die Zeit verrinnt wie nichts, dass 8 Stunden verfließen wie 10 Minuten, dann bist du auf dem richtigen Weg, deine Talente auszugraben, weil dann machst du etwas, worin du sehr talentiert bist. Fließt dir also die Zeit durch die Finger und beobachte das zukünftig mal bei allem, was du tust, in deinem Sport, in deiner Arbeit, in allem, was du täglich machst. Fließt dir die Zeit durch die Finger, dann hast du ein Talent in dieser Tätigkeit, 100%. Weil du machst das gerne, du machst das von innen raus und ich bin sicher, du hast auch Erfolg dabei. Sitzt du jetzt aber dauernd da und sagst, oh oh, wann ist es endlich 5 Uhr, wann kann ich gehen? Wenn du versuchst, diesen Zeitraum zu überbrücken, mit auf die Uhr schauen und zu sagen, hey, hoffentlich kann ich bald nach Hause, dann läuft was schief, dann sind deine wirklichen Talente möglicherweise nicht da, wo du sie brauchst, an deinem Job, an deinem Arbeitsplatz. Talentierte Menschen, die Erfolg haben, die richtig durch die Decke gehen, denen rinnt die Zeit einfach so durch die Finger, weil sie das, was sie tun, gerne machen. Also es muss als zweiter Indikator, zweiter Indikator ist, es muss dir eine Riesenfreude machen und es muss dir leicht von der Hand gehen. Merkst du also, dass du das, was du tust, ganz leicht machst, ganz easy machst, dann bist du auch auf dem richtigen Weg, dann bist du auf dem Weg, ein Talent oder mehrere Talente, die du hast, in deinem Leben nach außen zu tragen. Und aus diesen Talenten kannst du Stärken formen. Wo findest du jetzt deine Stärken? Das ist die nächste Frage. Und auch das arbeiten wir auf meinem Seminar Glaube an dich und mach dein Ding heraus. Eine Stärke herauszufinden bedeutet, du darfst deine Stärke erstmal entdecken.
dann darfst du deine Stärke entwickeln. Und dann darfst du diese Stärke entfalten. Entdecken, entwickeln und entfalten. Und baust du deine Stärken auf deinen Talenten auf, gehst du in deinem Leben durch die Decke. Weil das, was du machst, machst du gut. Du machst es gern. Die Zeit verläuft wie im Nichts. Du bist produktiv. Du kannst vieles leisten. Und du kannst dich in dem, was du tust, immer höher arbeiten, weil du mit großem Interesse, mit großer Sehnsucht und großen Bedürfnissen an diese Tätigkeit herangehst. Und deswegen ist es so wichtig, konzentriere dich zukünftig nicht mehr auf deine Schwächen, konzentriere dich zukünftig auf deine Talente, finde deine Talente heraus, dann mach aus diesen Talenten Stärken, lenk die Stärken in die richtige Richtung und dann hast du in allem, was du machst, hundertprozentig großen Erfolg. Es ist eine Motivationslüge, wenn die Menschen sagen, du kannst alles schaffen. Das darf dir auch klar sein. Es gibt Menschen, die werden gern Weltmeister im Schwergewicht im Boxen sind, aber nur 1,60 Meter groß, wiegen 70 Kilo. Damit hast du keine Chance, Weltmeister im Boxsport zu werden. Du weißt, was da für Riesen rumlaufen, mit welchen Schlagkräften die ausgestattet sind. Und mit 1,60 Meter und den 70 Kilo ist das nicht möglich. Das heißt, wenn du etwas machen willst, schau dir deinen Körper an. Wo setzt dir dein Körper Grenzen? Nicht dein Geist, dein Körper. Das ist die erste Frage, die du dir stellen darfst. Setz dir deinen Körper keine Grenzen mit dem, was du gerne machen würdest in deinem Leben. Dann hast du da Erfolg, und zwar zu 100%, wo deine Stärken und deine Talente liegen. Wenn du all deine Talente koppelst, Wissen, Übung, Können, Fleiß, der Drang, mehr zu erreichen und gekoppelt noch mit diesem Zeitfaktor, dass dir bei allem, was du machst, die Zeit durchrennt, dass du die Dinge schnell verstehst, eine schnelle Auffassungsgabe hast, dann kannst du daraus riesige Stärken entwickeln und auf diesen Stärken baust du auf und aus diesen Stärken machst du deinen Lebenserfolg. Das heißt also, der Satz, du kannst alles machen, ist nicht ganz richtig. Richtig ist, du kannst alles mit deinen Talenten und mit deinen Stärken erreichen in deinem Leben. Da hast du die Chance, wirklich alles zu packen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und dich hochzuziehen und die Leiter hochzuklettern und zum Schluss oben zu stehen. Und wenn du oben bist, wirst du später auch merken, dass die Leiter an der richtigen Wand gestanden hat. Viele klettern ihr Leben lang so viele Leitern hoch, merken am Ende, dass die Leiter an der falschen Wand stand. Dann müssen sie wieder runter und dann geht das Ganze wieder los, weil sie nicht wissen, wo ihre wirklichen Stärken und ihre wirklichen Talente verborgen sind. Und bist du in der Lage, das auszugraben, hast du in deinem Leben zukünftig einen riesigen Erfolg bei allem, was du machst. Du kannst alles schaffen im Leben, wenn es Stärken und Talent basiert ist. Und das darfst du herausfinden. Dann steht dir wirklich alles offen. Es gibt keine Limits. Die Limits und Grenzen setzt du dir nur selbst. Aus diesem Grund wünsche ich dir heute beim Suchen, beim Finden deiner Stärken wahnsinnig viel Erfolg, viel Kraft und Fokus und Konzentration. Finde deine Talente heraus, check, wie ich es dir vorhin erklärt habe, die Zeit genau ab. Schau, ob du sehnsüchtig dieser Tätigkeit entgegensiehst, weil du das immer machen willst. Träumst du davon? Schläfst du damit? Stehst du damit auf? Hast du den ganzen Tag diese Tätigkeit oder diese Tätigkeiten im Kopf? Dann hast du große Chancen, dort Talente auszugraben und aus diesen Talenten Stärken zu machen. Und zum Schluss gehst du mit einem riesigen Erfolg in deinem Leben, mit allem, was du machst, durch die Decke. Du kannst alles schaffen, finde deine Talente heraus und dann mach aus deinen Talenten Stärken. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem. Eine wunderbare Zeit. Hat dich mein Video hier, mein Beitrag inspiriert und hat er dir gefallen, dann lass mir eine gute Bewertung da. Das heißt auch für mich, dass ich einen tollen Job für dich mache. Ich freue mich, das nächste Mal dich zu begrüßen. Und sag dir, komm gut durch die Zeit, dein Klaus Dingelein, glaube an dich und mach dein Ding. Denke daran, entwickle deine Talente und deine Stärken.